Balkon. Balkon ist nicht dein Wort, vergiss es. Hallo Martina. Wie gesagt, das habe ich mit Absicht gemacht. Ich muss ja irgendwas auch wegschneiden. Und man
einfache Methode, Bleche zu biegen. Funktioniert natürlich am besten. Warte, du willst doch jetzt nicht mein Foto kopieren, oder? Wenn ich die Ziege rufe. Dazu will ich leider noch eine kleine Sache erzählen, und zwar ist der Boiler ja eigentlich auch ein Energiespeicher. Denn ich kann die Sonnenenergie in eine andere Energieform überführen, und zwar in Wärmeenergie im Wasser. Und das ist eigentlich wie eine große Batterie. Das heißt, wenn ich viel Solarstrom habe, kann ich ihn nicht, also ich muss ihn nicht verpuffen lassen. Dazu muss man erklären, ein Grundsatz ist erstmal so, also in diesen Inselsolaranlagen, das ist ja hier im Endeffekt nichts anderes, ist es so, wenn die Batterien voll sind, sämtliche Stromleistung wird ja nicht mehr genutzt, das heißt, die verpufft, weil ich bin ja nicht am Netz angeschlossen, also am Stromnetz, und kann somit auch nicht abgeben. Und wird halt verpufft halt. Aber mit dem Wasserspeicher kann ich halt nochmal eine relativ große Menge Energie von der Sonne überführen in eine andere Energieform, also in Wärmeenergie, und kann die nachts noch nutzen, halt als Warmwasser. Thank you.